Man sollte in vielen Bereichen einfach nicht unterschätzen, dieser persönliche Kontakt zum Menschen. Das heißt, Menschen kaufen immer von Menschen und das sollte man einfach nicht unterschätzen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video von Klein Marketing. Mein Name ist Thomas Klein und heute nur ganz kurz mal zum Thema Online- und Offline-Marketing, sprich Old School und New School Marketing. Ich meine, es ist ja fast nur noch die Rede von Online-Marketing und was weiß ich, wie viele Experten es da mittlerweile gibt da draußen. Meine persönliche Meinung ist die Kombination. Das heißt, man sollte in vielen Bereichen einfach nicht unterschätzen, dieser persönliche Kontakt zum Menschen. Das heißt, Menschen kaufen immer von Menschen und das sollte man einfach nicht unterschätzen. Klar, in einigen Branchen, je nach Branche und je nach B2B oder B2C, ist es natürlich schon klar, ne, dass da vieles digitalisiert und automatisiert wird, das immer noch weiter ausgebaut wird. Es gibt auch immer mehr B2B-Shops, weil einfach der Kunde einfach das Verlangen auch hat, mal in den Nicht-Kernarbeitszeiten Bestellungen aufzugeben und so weiter. Aber letztendlich der persönliche Kontakt zum Menschen wird nach wie vor sehr, sehr wichtig sein und von daher auch das Medium Telefon wird so schnell nicht aussterben. Denn es ist noch nicht sozusagen die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, gibt es noch nicht so weit fortgeschritten, wird es auch in den nächsten Jahrzehnten nicht so schnell geben, die es schaffen wird, komplexe Unternehmensstrukturen, komplexe Entscheiderstrukturen so gut analysieren zu können, wie es eben eine ja, durch und durch spezialisierte B2B-Kaltakquiseagentur vermag zu gewährleisten. Ja. Und von daher mal hier das bisschen das Background hier, so also ein altes Radio hier hinten, ja, finde ich ganz angemessen zu diesem Thema, dass man einfach sagt, Old School mit New School zu verbinden, ist vielleicht eine Möglichkeit. Ich habe jetzt zum Beispiel viele Kunden, die Anfragen reinbekommen über die Webseite, sprich also die digitale Marketing, wo auch AdWords-Kampagnen geschalten sind. Wir bewegen uns hier in einem B2B-Business, ja, hochgradig spezialisierte Unternehmen in einer ganz spezifischen IT-Nische für zum Beispiel im Bereich zum Beispiel SAP oder Oracle oder Microsoft und die hier AdWords schalten, ganz gezielt und Anfragen reinbekommen und die wir dann sozusagen in Kombination mit Online-Marketing, über Telemarketing, also Old-School-Marketing, ja, so Old-School wie dieses Radio hier, ja, finde ich eigentlich ganz, ganz nett, zu verknüpfen und somit einfach nochmal eine große Zeitersparnis und ein großes Maß an Effektivität zu garantieren. Ja, so ist meine Meinung zu diesem ganzen On- und Offline-Marketing. Und ob Telesales hier per Telefon ja sozusagen im Aussterben ist, also meiner täglichen Erfahrung nach keineswegs. Der persönliche Kontakt, besonders im B2B natürlich, aber auch im B2C ganz normal, in höherpreisigen Segmenten, in hochgradig spezialisierten Segmenten und Nischen und ist es auf jeden Fall nach wie vor Prio Nummer 1. Das Telefonat und der persönliche Kontakt zum Kunden oder zum potenziellen Neukunden. Ja, so viel, soweit, so gut zu diesem Thema. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Dann bis zum nächsten Mal und ciao.